letzten Tag und somit auch die letzte Episode der dritten On the Road Staffel leite ich hier am Rangsdorfer See südlich von Berlin ein. Und ja, heute ist eigentlich sogar ein sehr entspannter Tag, denn ich hatte heute eigentlich vor, 2-3 Kunden zu besuchen für Servicetermine. So wie es ausschaut, werde ich gerade mal zu einem Kunden fahren, weil die anderen Kunden kurzfristig urlaubstechnisch verhindert sind. Und es war ja auch nichts Dramatisches. Und mal gucken, ob ich danach noch von dem einen Kino, wo ich mich um einen Controller kümmere, nochmal ein kleines Video drehe. Ansonsten melde ich mich dann gleich vom Flughafen und berichte Ihnen dann nochmal, was aus den vergangenen Terminen geworden ist. Also wir machen dann jetzt dann auch gleich schon das Follow-up und ich baue noch ein FAQ ein, genauso wie Sie es auch von den ersten 2 Staffeln gewohnt sind. Das ist mein Heimkino-Termin des Tages. Kennen Sie sicherlich schon. Das war ja erst das vorletzte Kino, was ich auf YouTube vorgestellt habe. Ah, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Das Heimkino hier gerade hier oben mit diesem Sternenhimmel, das ja da durch einen optischen Trick mit einem Spiegel hinter die Leinwand so drüber geht. Das ist einfach ein Gedicht. So, was ich jetzt hier mache, zum einen Control-4-Update auf OS 3.0. Da wird sich der Kunde freuen, weil er arbeitet dann zukünftig mit dem Tablet neben der Fernbedienung und hat dann noch ein paar Komfort-Features. Das habe ich Ihnen ja in Flensburg bei dem Kunden gezeigt, was das bringt. Werde ich hier nicht nochmal aufrollen. Und ich werde hier ein kleines Update machen, denn wir entwickeln und tüfteln immer weiter auch an unseren eigenen Lautsprechern. Und wir haben ja hier die Hollywood Acoustics Universe auf den Hauptpositionen und hier oben unser allererstes installiertes Gravity-System, hier als 24S-Version, sprich 24 8 Zoll Treiber in der Decke in einer SBA-Array-Konfiguration. Und da haben wir natürlich auch im Laufe der Zeit, gerade durch die Entwicklung bei uns im Studio, noch ein paar Erfahrungen gemacht, wie man die noch besser beschalten kann etc. Und genau das werde ich jetzt hier umsetzen. Gleichzeitig dann auch bei der Storm Audio Vorstufe die 3.5 R2 Firmware installieren, noch schnellere Umschaltzeiten, noch schnelleres Decoding und auch vom EQing noch mit ein paar Funktionen mehr. Das brauche ich dann sowieso hier für die digitalen Frequenzweichen. Dann zum Schluss noch ein Soundcheck und das Wichtigste überhaupt, und deswegen grinse ich so und freue mich so, wenn man hier zum Kunden reinkommt und man hat dem Kunden hier so ein Heimkino verkauft. Und so ein Heimkino kostet ja mehr wie 20.000, 30.000 Euro. Und da hat man wirklich einen Kunden, wo es um viel Geld geht. Und trotzdem ist das Ganze freundschaftlich und positiv und jetzt ohne so einen Druck, weil wir geliefert haben. Der Kunde war am Anfang natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unsicher, aber aufgeregt, wenn man wirklich so viel Geld für ein Heimkino ausgibt. Und er wollte von uns ein Gesamtkunstwerk haben. Und er hat heute auch nochmal gesagt, ja, wir haben geliefert. Wenn man sich das hier anschaut, dieses Kino, ja, ich mach's mal kurz. So, mich sehen Sie ja sowieso den ganzen Tag. Okay, ganz ehrlich, da musste ich jetzt spontan an meine Oma denken. Nicht mein Stil, aber so vom generellen Kinodesign, es ist einfach schön. Und wenn der Kunde zu mir sagt, dass die ganze Familie das Kino annimmt, das höre ich übrigens fast überall, dass unsere Kinos beliebt sind und genutzt werden und nicht einfach nur so ein One-Time-Hit-Wonder sind, wo man sich sagt, man macht einmal was, was halt cool aussieht und zu einem Haus gehört. Die Art von Kunden haben wir nicht und auch die Art von Kinos bauen wir nicht, die einfach nur irgendwie schön aussehen sollen, aber nie benutzt werden. Wir bauen Kinos für den Alltag, für die Familie, dass der Hund mitgucken kann. Ich glaube, den Spruch habe ich sogar schon gebracht, als ich das Kino vorgestellt habe. Und da ist einfach schön zu wissen, dass der Kunde sagt, hier, das ist für ihn, boah, meine Hand, das ist für ihn so das Schmuckstück im Haus. Und er freut sich jedes Mal, wenn er nach Hause kommt nach einem langen Arbeitstag und wirklich die Zeit hat, sich hier mal ein bisschen lang zu machen, was zu genießen. Top. So. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt weitermachen, aber ausnahmsweise habe ich jetzt gar keinen Zeitdruck. Denn das ist mein einziger Termin heute. Mein Flieger geht erst um 20 Uhr. Es lohnt sich nicht, jetzt hier groß umzubuchen. Das kostet viel zu viel. Und ich bin ja auch gern mal in Berlin und muss dann halt mal gucken, kann ich jetzt ganz in Ruhe machen. Vielleicht heute Nachmittag mal gucken, offen, vielleicht ruft irgendein Kunde zufällig an aus Berlin, haben wir alle schon gehabt. Ja, stimmt, der Kunde hat erwähnt, dass er einen Nachbarn oder einen Freund hat, der bereits ein fertiges Selbstbaukino hat und er würde gerne, dass wir ihm das upgraden, aber upgraden ist schwierig, vielleicht schaue ich danach mal rein und probiere da mal was zu erzählen. Ich lasse den Tag einfach auf mich zukommen, genieße es und zur allergrößten Not hocke ich mich nach ein paar Stunden früher in die Lufthansa Lounge und mache Office, da habe ich genug aufzuholen. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass hier alles möglichst gut läuft. Das ist mir gerade spontan eine Idee gekommen. Und zwar habe ich jetzt alles abgedatet, mit dem Kunden angeschaut und wir sitzen hier und haben dann zusammen so ein bisschen über Zapiti gesprochen. Was ich jetzt hier gerade nochmal abgedatet und nochmal ein bisschen konfiguriert habe und da ist mir spontan
eingefallen, dass ich viele Rückfragen hatte. Hat mich so ein bisschen gewundert, aber ich habe mich jetzt nicht groß damit beschäftigt, was es von Zapiti, diesem Medienserver, dann schon an Publikationen gibt. Aber offensichtlich besteht ein großer Infobedarf. Deswegen baue ich jetzt hier einfach mal, die Zeit habe ich jetzt, ein kleines Zapiti-Special ein. Ich fange mal bei der Hardware an. Und das machen wir jetzt alles hier ganz easy, ohne Schnitt. Hier haben wir den Technikschrank von dem Heimkino. Und Zapiti besteht immer aus zwei Komponenten. Nämlich immer einem Server. Da kann man sich hier zwischen einem und acht Festplatten reinbauen. Man kann das auch nachträglich noch aufrüsten und dann eben noch entsprechend erweitern. Hier ist ein Blu-ray. Kam gerade ein Anruf rein. Deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle einfach einen neuen Take weiter. Also hier haben wir den Server. Wie schon erwähnt, acht Festplatten, ich will es jetzt nicht groß wiederholen. Der entscheidende Punkt ist, hier über das Laufwerk können Sie letztendlich alles einlesen. Das heißt, egal ob wir hier CDs, DVDs, Blu-rays reinlegen, im Prinzip wird alles dann von hier eingelesen auf die Festplatten. Und dabei können Sie auch 4K-Medien, 3D-Medien etc., HDR, SDR, alles rüberkopieren. Und alles, je nach Einstellung natürlich, wird dann unkomprimiert hier auf die Festplatten abgelegt. Das ist Part 1. Part 2 ist, wir brauchen einen Client. Das ist hier der Zapiti One SE 4K HDR. Das war zum Zeitpunkt der Installation von dem Heimkino das hochwertigste Quellgerät. Mittlerweile gibt es noch den Zapiti Pro, der dann nochmal aufwendiger gemacht ist. Ziel von Zapiti ist es, ein Medienarchivsystem darzustellen, welches eben auch für anspruchsvolle Anwender interessant ist. Vor allen Dingen auch unter Zugrundelegung des Preis-Leistungs-Verhältnisses, denn der reine Server ohne Festplatten, das ist das, was Sie von uns bekommen als Händler, der kostet 2700 Euro und so ein Client startet bei, glaube ich, um die 250 Euro mit den kleineren Versionen. So, dann haben wir hier das Kino und ja, hier zeige ich Ihnen jetzt einfach mal, wie das Ganze in der Praxis dann so rüberkommt. Ich muss nur gucken, wo wir irgendwie einen Kamerawinkel haben, der ein bisschen nach was aussieht. So ist doch eigentlich ganz nett, denke ich. Genau. So, dann gehen wir mal hier. So, grundsätzlich könnten wir jetzt ja auch direkt gleich in die Ordnerstruktur reingehen. Überstrahlt jetzt ein bisschen. So ist besser. So, in die Ordnerstruktur könnten wir hier reingehen. Na, schon wieder. Das Handy macht sich hier sehr gerne selbstständig. Egal, wir gucken es uns jetzt an. In die Ordnerstruktur kann ich reingehen. Ich kann mir Musik reinpacken. Wobei ich muss sagen, Musik ist nicht so schön aufbereitet wie Filme. Also es ist schon primär ein Filmserver. Und ich habe es vorhin noch was gecheckt. Wir gehen jetzt mal hier ins Menü. Nochmal eins zurück. So. Da geht's schon los. Also Zapiti ist von Filmenthusiasten, ist eine französische Firma, entwickelt worden, wird auch fortwährend immer weiter perfektioniert. Und wenn man jetzt in den Videobereich reingeht, haben wir dann hier so, ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Art Algorithmik er jetzt das aussucht. Irgendwelche Empfehlungen von Zapiti, was man sich als nächstes anschauen könnte. Und hier unten kann ich dann in die jeweiligen Kategorien reingehen. Ich wähle jetzt mal hier alles aus. Hier nochmal eine Sortiermöglichkeit nach Buchstabe. Und der Kunde hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Filme draufgepackt. Aber immerhin schon genug, als dass wir hier die Wallpaper-Ansicht sehen und hier dann die Seite 2. So. Eigentlich schon mal an und für sich eine coole Sache. Ich habe das Heimkino jetzt gemutet, denn sonst würden wir jetzt im Moment die Titelmusik von Django Unchained hören, weil, ich gehe da mal hin, wir sehen hier dieses Symbol und das bedeutet, dass dem Film ein Soundtrack zugeordnet ist, den wir als Preview-Soundtrack hören würden. Zum Beispiel haben wir hier einen anderen Film, bei dem das nicht der Fall ist. Aber wenn man hier mal so guckt, komischerweise beim Dschungelbuch ist das auch nicht der Fall. Aber hier oben dann bei Aladdin, A Star is Born, da wissen wir alle, was für Musik kommt, etc. Ja, das ist schon wirklich gut gemacht und ein wirklich einzigartiges Feature. Ja, jetzt können wir mal so draufhalten mit der Kamera. Geht auch. So, Zapiti in der neuesten Version hat wahnsinnig viele Features bekommen. Nicht nur diese Musik-Score-Einblendung, sondern auch eine ordentliche Serienfunktion. Hier haben wir es doch. Hier hat der Kunde sich jetzt Friends drauf kopiert. Und dann können wir hier erstmal zwischen den Staffeln umschalten und dann in der Staffel selber. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum hier nur diese vier Episoden drauf sind. Muss ich mal einen Kunden fragen.
Wenn wir jetzt Lust hätten, hier den Superbusen-Express anzuschauen, dann sind wir jetzt nach dieser Inhaltsangabe nur einen Klick davon entfernt. Aber weil ich keine Angst habe, was denn hier für potenziell jugendgefährdende Orgien auf dem Bildschirm abgefeiert werden, suchen wir uns dann gleich zum Zeigen etwas Zahmeres heraus. Interessant ist auch, das kann ich, wo habe ich es denn? Hier, Tribute von Panem, mal kurz zeigen, dass Filmserien zusammengefasst werden. Das heißt, ich habe jetzt hier dann verschiedene Titel von einer, ja, von einem Film-Franchise letztendlich zusammengefasst. Funktioniert für Jurassic Park, für Fast and Furious, Hobbit, Star Wars etc. Wunderbar. Ist eigentlich auch eine sehr übersichtliche Sache. Und wenn ich dann jetzt einen Film anschauen möchte, ist das jetzt hier so konfiguriert. Das ist so wieder, von Equalizer gibt es ja auch zwei Teile, weshalb hier erstmal so eine, ich sage jetzt mal, Filmreihen Übersichtsseite kommt. Jetzt gibt es hier halt nur gerade den zweiten Teil auf dem Server. Und wieder die Übersicht. Ich drücke jetzt mal hier auf Play. Und nach einigen wenigen Sekunden fängt dann der Server an, uns hier das Disk-Menü wiederzugeben. Und die Besonderheit ist, das ist 1:1. Also hier findet keine Qualitätsminimierung statt. Das Ganze funktioniert leider jetzt nicht 100% zuverlässig. Also Zapiti ist für uns als Händler relativ serviceintensiv, sage ich ganz ehrlich. Also quasi bei jeder zweiten Installation muss ich als Händler erstmal hier mit dem Support sprechen oder irgendwelche Dinge klären. Auch wenn es da mal läuft, gibt es noch ein paar Rückfragen. Aber es ist halt auch mit den verschiedenen Videocodes ziemlich komplexes Thema. Aber man kriegt es zum Laufen, grundsätzlich. Und auch die automatische Filmerkennung, die ist gut, aber nicht so komfortabel und worry-free, wie der Amerikaner so schön sagt, wie Kaleidoscape. So, jetzt haben wir hier einen Titel. Der läuft ganz normal, super schnell, ohne Qualitätsabstrich, auch im Ton. Und Untertitel kann man auch vielfältig konfigurieren, zum Beispiel eine Höhe verschieben, etc. Wir haben dann hier noch die Möglichkeit, Informationen einzublenden zu dem jeweiligen Film. Also in der Summe eine wirklich runde Sache mit Zapiti. Und hier bin ich jetzt am Flughafen Tegel. Wie heute Morgen versprochen, gibt es jetzt nochmal von mir einen kleinen Abschlussbericht sowie eine Mini-FAQ. Betonung liegt hier auf klein und mini, denn einerseits muss ich in, ich glaube, 10 Minuten langsam zum Gate. Zum anderen gibt es gar nicht mal so viel zu sagen, außer, ich habe es mir nämlich gerade hier aufgeschrieben auf dem Notebook, also alle Kunden happy sind. Also was will man denn mehr? Sind alle glücklich, alle Kinos laufen? Bei einem Kunden ist es so, dass 3D jetzt mal bei irgendeiner Blu-ray nicht funktioniert hat. Da muss ich mal gucken, was da los ist. Aber nichts Spannendes. Ansonsten, Contrefort hatte ich jetzt beim Kunden in Bremen. Der war nicht so ganz happy, weil ihm nicht ganz klar war, da haben wir Contrefort erst kurzfristig abgegradet, dass Contrefort eben den Händler verantwortlich macht, das System zu pflegen und nicht dem Endkunden einfach eine Software gibt, wo er alles möglich selber machen kann. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir da die Composer Home Edition noch besorgt haben, mit dem man sich dann selber eben noch programmiert. Also das bestehende System kann er mit der Home Edition verwalten und ändern, aber er kann halt nicht das System ändern. Da muss er kurz bei mir anrufen, dann mache ich das per Fernwartung. Das ist halt die Philosophie von Contrefort. Gefällt nicht jedem Kunden, aber es läuft dafür zuverlässig und ist erschwinglich. Wobei ich zugeben muss, als ich jetzt gestern bei Dresden in dem Kino war, dieser coole Gewölbekeller, ich habe schon neidisch die RTI-Fernbedienung in der Hand gehabt. Sowas wünsche ich mir auch bei Contrefort mit einem richtig programmierbaren Farbdisplay, bidirektionale Lautstärkeanzeige etc. Das ist cool. Gibt's nicht bei Contrefort. Normale Fernbedienung ist günstig, praktisch, robust, aber eben jetzt nicht sonderlich edel. Es soll sich aber dieses Jahr ändern, denn Contrefort hat durchblicken lassen, ja man, Fernbedienungshersteller übernommen. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Ich meine, das war eine Firma aus der Schweiz. Und da soll jetzt im Herbst was Tolles vorgestellt werden, was da reinpasst. Ich bin gespannt. Gut, was kann ich sonst noch sagen? Sie haben ja gesehen, wie viele Firmware-Themen wir hatten, wie viele kleine Software-Geschichten. Ja, und vom Grundsatz her muss ich mich an der Stelle auch mal bedanken bei Trinov und bei Storm Audio, dass da letztendlich ein Support möglich ist, wo man eine E-Mail schickt und man bekommt Minuten später teilweise schon eine Antwort und es wird einem geholfen, Fehler werden schnell analysiert. Wir wissen auch jetzt die frequenzreichen Probleme bei der Storm Audio, die ich ja oben im Norden hatte, bei Schleswig in der Ecke. Die waren einfach durch den Browser hervorgerufen.
da war einfach diese Firmware-Version mit dieser speziellen Aktion irgendwie mit diesem Microsoft Edge Browser nicht kompatibel. Und das wurde auch schon analysiert. Also das geht wirklich fix bei denen. Und sind natürlich komplexe Geräte. Und nur deswegen kann man eben dann auch so zielgerichtet und individuell arbeiten, wie es dann eben auch möglich war, gerade wo ich diese verschiedenen Sitzreihen hier konfiguriert habe. Genau, so viel dazu. Kommen wir zum Thema Mini-FAQ. Gut, wir sind Leinwandhersteller. Nebenher. Primär bauen wir Kinos. Und deswegen sind viele Fragen, die ich mir gerade zu meinem Outlook hier gesammelt habe, einfach auch dementsprechender Natur. Eine der häufigsten Fragen ist es, soll ich mir eine 16:9 oder eine Widescreen-Leinwand nehmen? Grundsätzlich, erste Antwort von mir, es hängt natürlich mal vom Gesamtkonzept ab. Zum Raum, zum Sitzabstand, der realisierbar ist, zu der Anzahl von Sitzplätzen etc. Auch welche Art von Quellen man schaut. Wer zum Beispiel zu 90% Fernsehen schaut oder Computerspiele zockt, der braucht keine Widescreen-Leinwand. Das ist halt völlig falsch. Vom Grundsatz aber bin ich jemand, der Widescreen-Leinwände bevorzugt. Aus dem einfachen Grund. Und da sind wir gleich bei der zweiten Frage. Idealer Sitzabstand. Ist grundsätzlich Geschmackssache, aber meine Empfehlung ist Faktor 1,3 Abstand zur Leinwandbreite bei 16-Zoll Modellen und Faktor 0,9 bis 1,0 Abstand bei einer Widescreen-Leinwand. Das heißt, wenn Sie eine 3,50 Meter Leinwand haben, sitzen Sie mit den Augen 3,50 Meter entfernt. Und das Schöne ist, wenn dann die Leinwand zufährt und Sie das 16:9 Bild haben, dann haben Sie in etwa den 1,3er Sitzabstand. Und das ist der Vorteil bei einer Widescreen-Leinwand. Sie sitzen eigentlich immer gleich weit entfernt. Denken Sie es mal andersrum. Sie haben eine 16:9 Leinwand, schauen sich, keine Ahnung, Herr der Ringe an, dann wird das Bild kleiner und mit einem Schlag sitzen Sie einfach eigentlich ein Tickchen zu weit weg, um diesen immersiven, einhüllenden Kinoeffekt zu haben. Deswegen, wenn möglich, in den meisten Fällen natürlich, Widescreen. Genau. Ansonsten, was noch eine ganz typische Frage ist bei Leinwänden, wie nah können oder sollen die Lautsprecher hinter unser akustisch transparentes Tuch? Und hier ist die Antwort denkbar einfach, es spielt keine Rolle. Unser Tuch ist so klangtransparent, dass sie nicht wie bei anderen Tüchern den Effekt haben, dass durch die Perforation irgendwas zurückgeworfen wird und es da zu Kampffiltereffekten kommt etc. Unser Tuch ist quasi akustisch nicht vorhanden. Deswegen spielt es keine Rolle, vom Tuch her betrachtet, ob Ihr Lautsprecher direkt hinter dem Tuch ist oder einen halben Meter dahinter steht. Da muss man sich dann schon eher Gedanken machen über den Effekt, was passiert denn im Grundtonbereich, wenn ich mit dem Lautsprecher an die Wand gehe oder wie gestalte ich die Baffelwall. Aber die Leinwand ist da unproblematisch. Man sollte nur schauen, dass die Lautsprecher nicht hinter dem Maskierungsstoff liegen. Der ist zwar bei uns schalltransparent, aber nicht so gut wie die Leinwand selber, also wie das eigentliche Tuch. Deswegen ist es übrigens auch dunkelgrau und nicht absolut schwarz, weil es nämlich noch einen minimalen Öffnungsfaktor hat. Im Dunkeln sieht man das jedoch nicht, da ist die Maskierung absolut einwandfrei. Deswegen haben wir da noch diese Lösung so gemacht, sodass man da zur Not das Ganze noch entsprechend regeln kann. Generell eine Frage ist immer wieder, ob man mal eben kurz bei mir vorbeikommen kann für eine Demo von Produkt X, Y oder Z. Und ich hoffe, Sie können es nachvollziehen und fühlen sich jetzt nicht vor den Kopf gestoßen. Es geht schlichtweg zeitlich nicht. Ich bin bei uns der einzige Verkäufer und ich bin 50% aufwärts pro Monat unterwegs bei Ihnen, um Kinos zu kalibrieren oder Projektoren, was auch immer. Und ich habe pro Monat effektiv neben der Geschäftsführung und Verwaltung und Telefon, was alles ist, maximal 3 bis 4 Tage, an denen ich effektiv wirklich Zeit habe, Kunden zu empfangen. Und da muss ich dann halt einfach sagen, da sammle ich dann halt dann Termine für Projektkunden, Leute, die sich ein Heimkino anschauen wollen. Da nehmen wir uns dann halt auch nochmal einen halben Tag meistens Zeit. Eine durchschnittliche Beratung bei mir dauert 3 bis 5, teilweise auch 6 Stunden. Oder ein Tooltime-Paket. Wenn dann ein Kunde kommt, dann habe ich einen ganzen Tag für den Kunden Zeit. Deswegen geht es nicht einfach vorbeikommen und dann hier was vorführen. Gleichzeitig tut mir das natürlich leid. Ich würde am liebsten jedem Einzelnen hier Projektoren zeigen und alles, aber es ist zeitlich nicht möglich. Und ich möchte jetzt auch nicht hergehen und ein Ladenlokal irgendwo in der Innenstadt kaufen und einen Verkäufer einstellen, weil dann bin ich so wie alle anderen Händler auch und habe einen großen Kostenapparat, den ich nur damit deckeln kann, indem ich jetzt hier Massen an Paletten in die Welt rausschicke. Und das Ganze wird dann zu unpersönlich. Deswegen einfache Sache, von uns bekommen Sie Einzelkomponenten mit ehrlicher Beratung direkt von mir über unseren Online-Shop per Versand. Und jetzt kommt eine Neuigkeit. Ab August 2019, also dann, wenn das Video hier online geht, auch über unseren
Tooltime-Shop in Braunzorn, das ist unsere Leinwandproduktion. Da können Sie nämlich ab sofort, bitte auch erstmal vorläufig nur nach Terminabsprache, aber für jedermann, vorbeikommen. Und sich, das haben Sie ja auch im Video kurz gesehen, wo ich dann in unserer Produktion war. Und dann eben dort unsere Leinwände anschauen, Sitze anschauen und alle Baumaterialien, die Sie für Ihr Heimkino benötigen. Das hat nicht den Anspruch, so ein Heimkino-Shop zu sein mit klassischer Beratung von einem, ich sage jetzt mal, HiFi oder Heimkinospezialisten, sondern das ist auf Baumarktniveau. Da geht es darum, dass Sie die Ware anschauen können, ohne jetzt besonders tief in die Materie zu gehen. Und deswegen sind wir dann in der Lage, das für jedermann anzubieten. Sie können auch gleich nahezu alles mitnehmen, was wir dort zeigen, inklusive der Sitze. Wir werden auch immer Leinwände vorrätig haben für Sie. Und das ist so unser Gedanke, wie wir es mal probieren, hier eine Alternative dazu zu schaffen. Und dann halt eben zu gucken, dass nicht jeder enttäuscht ist, wenn er nicht zu mir nach Sachsenheim kommen kann, weil er meine Leinwand sehen will und ich das einfach zeitlich nicht mehr in dem Maße hinkriege. Genau. Übrigens für die Leute, die häufig bei uns anrufen und fragen, ich möchte mir ein Haus XY kaufen oder hier das Objekt ist gerade zum Kauf frei, könnt ihr mir mal kurz sagen, wie groß muss ein Keller sein? Oder umgekehrt, ist denn der Keller geeignet? Es ist nicht mal einfach eben kurz am Telefon geklärt, aber wir möchten Ihnen auch dafür eine Lösung anbieten und dafür haben wir was. Können Sie bei uns im Online-Shop bestellen. Es gibt ein Planungspaket dafür. Da stelle ich dann aber auch nochmal gesondert etwas ausführlicher vor. So, und jetzt sehe ich, da oben steht nämlich die Uhrzeit bzw. die Laufzeit vom Handy. Ich bin jetzt bei 9 Minuten 18 Sekunden und das bedeutet, ich drücke jetzt auf dieses Knöpfchen, verabschiede mich von Ihnen. Sie kriegen ja regelmäßig dann noch weitere Videos von mir. Und bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse. Bei Fragen einfach anrufen. Bei technischen Fragen bin ich sowieso schnell am Telefon oder rufe Sie dann zurück. Und dann können wir gern gucken, dass wir da alle Fragen, die Sie rund ums Heimkino haben, die ich beantworten kann, dann auch wirklich zu Ihrer Zufriedenheit entsprechend umsetzen. So, jetzt melde ich mich aber ab und schaue, dass Sie nach Hause kommen. Bis bald. Tschüss.